linken Bundestagsabgeordneten haben in Karlsruhe vor dem Bundesverfassungsgericht gegen den Lissabon-Vertrag, gegen die EU-Bürokratie geklagt und herausgekommen ist ein großer Erfolg. Ein großer Erfolg für den Bundestag mit mehr Rechten. Ein großer Erfolg aber auch für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland, damit sie ihre Rechte jetzt vor dem Bundesverfassungsgericht, vor den deutschen Gerichten einklagen können, wenn die EU soziale Rechte beschneiden möchte. Das erlaubt Ihnen, dass Sie wieder Druck auf Ihren Bundestagsabgeordneten machen können, wenn es um EU-Willkür oder wenn es um Militäreinsätze oder wenn es um soziale Beschneidungen durch die europäische Bürokratie geht. Das heißt, wir alle haben durch diese Klage gewonnen. Wir werden notfalls auch wieder vor das Bundesverfassungsgericht gehen, wenn die Bundesregierung glaubt, sie könnte im Schweinsgalopp jetzt das ignorieren, was das Bundesverfassungsgericht vom Bundestag gefordert hat. Wir sind die Partei des Grundgesetzes. Das Grundgesetz, die sozialen Rechte, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerrechte haben für uns Vorrang vor der EU.